Ladies and Gentlemen, willkommen bei Dead Island 2. Und wir müssen immer noch hier Didi Piep Piep hier abgeben. Oder wie man das Ding nennt. Mal reingucken. Okay. So. Ich liebe es, wenn man immer irgendwelche Koffer findet, die dann abgesperrt sind und du halt nicht reinkommst. Nicht ums Verrecken. Ach, Kollege, halt doch einfach mal die Backen, Mensch. Oh, now you hold your wish. Nothing to say. Oh, au, 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 au. Das Stromaggregat. Au, 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 au. Ist wieder gut, Jungs. Ist wieder gut. So. Junge, Junge, Junge. Oh, du Scheiße. Hey, can you hear me? Ja? Body snatchers everywhere. You gotta get out of here. Must be our boy. Let's go, Dodo. Oh. Why is DDO 9 acting like this? I can check on it, but not until those body snatchers are dealt with. Excalibur, schlage dich zum Ritter. Au! Och nö. Oh lala. Mach mal die Schrotflinte. Au, 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 au. Mach mal das hier. Ey. Oh. Alter, ich hab doch noch gedrückt. Like this. I can check on it, but not until those body snatchers are dealt with. Oh.
Oh, nochmal rein da. Ach ja, da war ja was. Ach du Scheiße. Ach komm, was war das denn jetzt? Hey. Hey. Hi. Muss hier mal kurz durch. Achtung. Hi, sind fertig. Oh, Alter. Renn, du blöde Sau. Oh, oh, oh. Alter. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Mo, ist das schwer. Auf mich zu schubsen, ne? Ach, das Treibgas, toll. Lecco mio grande, ey. Okay. Und wie? Rufe Sebastian auf allen Frequenzen. I left DD09 with the IRL Captain Vixen, so where's Mrs. Shepard? And why do you have my robot? And on that note, why are you here? And also, who even are you? Take a breath, boy. She asked me to find you. So the captain sent you? But I'm fine. I'm just scavenging for tools and parts. Nothing to worry about. Problem is, your little robot won't pipe the feck down.
It's attracting every zombie on set. Your captain was surrounded when I got there. Oh, jeez. I really screwed up. This is beyond cringe. My dumb robot nearly got Miss Shepard killed. I can't show my face around her no more. She's gonna hate me. Easy now. She was just worried about you. Silence your silly robot and get yourself back over to her, and there'll be no more said about it. You're right. I'll fix DD09 up and return to camp. Please, take something for helping Captain Vixen today. Consider it your spoils of war, and may the Star of Volpine guide you. Zombie-Axt des Versenks. Und wir haben eine neue Karte. Ja, mehrere neue Karten anscheinend. Schade Zombie mit Nahkampf oder Waffenwürfe, um Raserei aufzubauen. Das ist schön. Fitness first. Erwische Zombies mit Sprutschlag, um Gesundheit zurückzugewinnen. Okay. So, ich wollte doch eigentlich mal... Mensch... Alter, was? Seltene Nahkampfversengungsmod. Die Waffe kann Feuerschaden zufügen und erhält einen moderaten Schadensbonus. Bei aufeinandertreffen Treffern tritt zudem der Effekt entflammt in Kraft. Ja. Sarah, Gott sei Dank, Mann, gibt's die Axt, Mann. Oh, I can't thank you enough for this. If you ever need to take a break, you're welcome to join us behind the big green screen. I'm keeping the area safe. Hey, Digga. Alter! Kuckuck! Erstmal ein Riegel. Wo muss ich denn eigentlich wieder hin? Achso, ja, zurück. Ey, warte mal. Schublade. Riegel. Okay. Kann ich dich aufmachen? Nee. War ich nicht. Alter. Ich habe ihn in der Mitte zerteilt. Ist brutal. Ey, warte mal, jetzt werfen wir mal einfach mal. Lichtzylinder. Huch. Au. Danke dafür. Okay, Axt werfen ist jetzt nicht so prickelnd. So.
geworfen. Oh. Ja gut, dann gehen wir halt in den Rasermodus. Habe ich kein Problem damit. Jawohl, rein in die Rübe. Und nochmal in den Magen. Und dann kriegst du einen Dritt. So. Sollte reichen. Alter. Und. Du lebst ja immer noch. Da liegt doch eine Dose. Lebt der immer noch? Okay. Ich glaube, ich hätte hier eigentlich gar nicht durchgebraucht, oder? Doch, hätte ich schon. Oh Mann, Alter. Halt die Klappe! Okay. Verdammt! Ey. So. Ja, super, jetzt müssen wir erst einmal wieder in den Rasermodus. So. Oh, wow, da war Strom drauf. Lala. So, jetzt habe ich irgendeinen Schlüssel gekriegt. Ich weiß nicht einmal warum. Halt die Klappe. Und weg sind die Haare. Einfach mal alles aktivieren. Bye bye. Hat der gerade bye bye gesagt? Oh. Was flog da jetzt? Ach nö, das ist wieder so einer.
Okay. Vielleicht mit dem Pieksen? Nein, auch nicht. Ai, Scheiße. Alter. Oh Mann, wir brauchen ja gar nicht. Wir können ja einfach durchlaufen. Stimmt ja. Stimmt ja, wir können ja einfach durchlaufen. Boah, wir müssen uns mal wieder aufrüsten, ey. Ganz dringend müssen wir uns aufrüsten, ey. Das schaut ja aus, ey. Oh, wir sind zu Hause. Cool. And so, that's how I dropped out of law school. Sarah Shepard. Gesundheit. That was the voice on the radio. Sarah Shepard. A girl, you know? No, she's a famous actor. She's Captain Vixen in the Space Fox 2250 series. She's blind in one eye. How have you not heard of her? Isn't that some kind of nerd show? Some kind of... Okay. So langsam aber sicher, sollten wir uns mal von Sachen trennen. Weißt? War eine schöne Zeit mit dir, aber irgendwann musst du mal. I felt stronger. This is L.A. We've all felt stronger. I used to have a girlfriend who liked to get it on during quakes. The hell? Die hat mehr Haltbarkeit. I think it was just so that afterwards she could ask Earth group for me too. That is the lamest thing I've ever heard, man. There are worse things in life than your girl. Messer kommt auch mal weg, Hackebeil kommt auch mal weg. We're living them. Hier kommt auch mal weg. So. Kaufen. Was soll man denn kaufen? Eine Nagelpistole könnte man kaufen. Die Munition hätten wir ja, aber naja, gut. So, Bud. Is dead. Yep. Couldn't have happened to a nicer dude. What did you do with his body? Basic observational skills aren't your strong suit, are they, Alex? I moved it. Okay. Huh. Wir müssen mal ein paar Upgrades reinbauen. Hucked him outside to feed passersby? Oh, I considered it, believe me. Oh, come on, man. He wasn't that bad. Elektro ist halt immer geil. Not to you, maybe, but only because you smoked him out. Yeah. Machen wir den erhöhten Schaden rein und dann haben wir nichts mehr für derer. Gut. Lass mal alles mal probieren hier. Aber du kommst nach da. How am I supposed to start bulking next week like this? Axt kommt nach da. Das Säbelchen mal dahin. Gucken wir mal dahin. Die müssen wir auch nochmal aufwerten. Mal schauen. Haben wir da, dann haben wir noch ein normales Schwert. Ja, wir bauen einfach mal ein wenig auf. Ganz einfach. So,
Die können wir noch upgraden, Alter. Haltbarkeit und Kraft. Was bringt mir eigentlich? It's a marathon, not a sprint. Just keep on running. Yeah. Stufenanpassung. Und wir könnten die Stufen. Die nicht, aber die hier. Oder die hier. Achso, weil ich schon Stufe 16 bin, deswegen. Ah, naja, egal. Erhöhter Gliedmaßenschaden. Okay. Haltbarkeit und Kraft. Oh. Brennende Flüssigkeit. Wenn du einen kritischen Treffer landest, besteht eine Chance, dass beim Aufprall eine Explosion ausgelöst wird. Oh, ich brauche... Oh, warte mal. Ach, du brennbare Flüssigkeit. Nee. Hat keine brennbaren Flüssigkeit. Das ist natürlich... Komm. Nehmen wir mal. Und ist auch. Ach komm, und ist auch. Ganz einfach. So. Okay, den. Nochmal. Das wird jetzt lustig. Das ist halt Distanz, weißt du? Das ist einfach nur Distanz. Gewichtigkeit. Verringert aber die... Mal Schaden und... Na komm. Hochgeschwindigkeit. Erhöhe die Kraft. Nochmal die Kraft. Jawohl, Kraft, Kraft. So. Oh ja, Blutungsschaden. Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Kraft. Wir bauen einfach mal rein, so. Okay, und was machen wir mit der Axt? Achso. Okay. So, wie schaut's aus? Meine Waffen, okay. 307. Wo müssen wir hin? Also. Alter! Die ist ausgewichen, die Sau. Da noch einer. Oh. Okay, okay. Was? Ansteckung?
Du Scheiße. Achso, das ist alles Messer. Okay, Militärzone. Gut, wir laufen jetzt noch zur Militärzone. Aber, meine Lieben, ich muss leider sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann in diese Militärzone reingehen. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren. Ja. Fun day at the beach for the whole family. Und dann würde ich sagen mal, bis dahin. Tschüssi.